Streben nach Glück, ein wunderschöner Hollywood-Film über einen Verkäufer. Und das hier ist eine Schlüsselszene. Der Vater ist mit seinem Sohn auf dem Basketballplatz und sie werfen ein paar Körbe. Und der Sohn, der träumt davon, was er alles erreichen wird, wenn er später mal groß ist, dass er Profi wird und dass er erfolgreich wird. Und der Vater sagt ihm, dass der Sohn wohl doch eher nur Durchschnitt wird und dass er diese Träume mal sein lassen soll und sich lieber auf was Ordentliches konzentrieren soll. Am Ende merkt der Vater, was er da gerade macht. Er demotiviert seinen Sohn, weil er ihm sagt, hey komm, ich war Durchschnitt, dann wirst du auch nicht besser. Ich erlebe das oft im Vertrieb. Ich erlebe im Vertrieb, dass Leute nach Seminaren oder auch Quereinsteiger, Neueinsteiger hochmotiviert sind, Vollgas geben wollen und die Kollegen kommen und sagen, hey, jetzt mal langsam. Wir machen das seit Jahren, warum solltest du das besser machen als wir? Bleib mal realistisch. Also dieses bleib mal realistisch, das ist so der Killer vor dem Herrn. Was ist realistisch? Weil die anderen es nicht geschafft haben, weil sie in der Durchschnittlichkeit hängen geblieben sind, erklären sie dir dann, dass du realistisch bleiben sollst? Was heißt das? Damit vermitteln die anderen nur, dass sie einen Standard gesetzt haben. Das muss aber nicht dein Standard sein. Deswegen lass dir von keinem erzählen, was geht und was nicht geht. Die meisten Verkäufer, die allermeisten, die ich kennenlerne, bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück. In dem Sinne, fette Beute, viel Erfolg und wenn dir das gefällt, dann like dieses Video, abonniere den Kanal, empfehle es weiter und komm mal zur Vertriebsoffensive, dass wir uns persönlich kennenlernen. Übrigens, schreib Kommentare unten rein, ich lese die alle selber.